Jeder von uns verbraucht davon im Durchschnitt rund 35 Kilo pro Jahr Zucker. Ein Großteil davon kommt in den Kaffee oder Tee. Und meistens hier in Würfelform. Aber wie geht das eigentlich? Wie wird ein rieselnder Haufen Zuckerkristalle zu einem festen, kompakten Würfel? Dieser Frage sind wir nachgegangen und hier ist die Antwort. So grün ist der Beginn der Würfelzucker. Über den Sommer produzieren die Rüben Zucker und lagern ihn unter der Erde in der verdickten Wurzel ein. Bevor schweres Gerät anrückt. Das gelbe Monstrum schiebt sich mit seiner Schnauze unaufhörlich durch den Haufen. Rübenmaus heißt das Fahrzeug deshalb auch. Vier gegenläufige Stahlrollen transportieren die Rüben schonend zur Mitte der Mausschnauze. Über Gitterlaufbänder, die groben Schmutz auf dem Feld lassen, geht's zum LKW. Die Rübenfelder jeder Zuckerfabrik liegen im Radius von rund 30 Fahrminuten. Der Grund? Es wird nur 3 Monate im Jahr Zucker produziert, dann aber 24 Stunden am Tag. Stichprobenartig wird die Qualität der Rüben kontrolliert. Je mehr Zucker drin steckt, desto mehr Geld für die Bauern. Deshalb gibt es eine Analyse der Rüben im Labor. Beim Entladen ist Wasser nicht nur zum Waschen da. Die LKWs sind gewichtsoptimiert und können ihre Ladeflächen nicht kippen. Deshalb schießt Wasser mit 13 Bar Druck die Rüben vom Laster. Wer denkt, dass Werkleiter Wolfgang Vogel dafür Wasser verschwendet, irrt. Wir sind ja in der Zuckerfabrik, eigentlich Zuckerfabrik, aber eigentlich auch Wasserfabrik. Die Rüben haben über 70% Wasser mit dabei. Und dieses Wasser wird im Prozess nachher verdampft und kondensiert und füllt hier diese Kreisläufe. Wir haben Wasserüberschuss. Wo das genau passiert, sehen wir später. Und wie der Zucker zum Würfel wird. Diese praktische Form gibt es noch gar nicht so lange. Bis ins 19. Jahrhundert werden statt Zuckerwürfel Zuckerhüte verkauft. Große, harte Zuckerstücke in Kegelform. Die gab es bis zu einer Größe von 1,50 Meter. Wer also Zucker für Kaffee oder Tee wollte, musste mit einem Hammer oder Zuckerbrecher aus dem Kegel kleinere Stücke herausbrechen. Wie unpraktisch. Wir folgen dem Wächter der Rüben, Wolfgang Vogel, in die Fabrik. Würfelzucker gibt's noch nicht zu sehen. Die Rüben wandern erstmal in die Schneidemaschine. Sie haben außen ringsherum Schneidmesser wie dieses. Diese Messer haben eine spezielle Form, damit die Rübenschnitzelchen dann möglichst lange werden und möglichst geschmeidig und damit schnell der Zucker ins Wasser kommen kann. Denn je größer die Oberfläche der Schnitzel, desto einfacher löst sich der Zucker später heraus. Die Rüben sehen jetzt aus wie ganz dünne Streifen bei einem Rohkostsalat. Hier sehen wir nun diese langen Zuckerrübenschnitzelchen. Diese Schnitzelchen haben jetzt 19-20% Zuckergehalt und das schmeckt man auch. Weiter geht's für die süßen Streifen in den sogenannten Extraktionsturm. Dort wandern die Schnitzel von unten nach oben, während gleichzeitig von oben im Gegenstrom 70 Grad Celsius heißes Wasser an den Schnitzeln vorbeifließt. Durch die Hitze des Wassers öffnen sich die Zellwände der Schnitzel und der enthaltene Zucker wird herausgelöst. Dieses Wasser-Zucker-Gemisch nennt man Rohsaft. Mit Hilfe von Kalk gefiltert heißt der jetzt Dünnsaft. Zuckeranteil 16%. Viel zu wenig, um Zuckerkristalle zu bilden, also muss Wasser aus der Flüssigkeit. In diesen Apparaten wird nun der Dünnsaft aufgeheizt. So ein Verdampfer hat eine Heizfläche drin, 6000 Quadratmeter, so groß wie ein Fußballfeld. Und der Saft fließt an den Platten entlang nach unten, heizt sich dabei auf und verdampft das Wasser aus dem Saft, bis er am Schluss etwa eine Konsistenz hat, so wie dünnflüssiger Honig. Von Tank zu Tank verdampft mehr Wasser aus dem Dünnsaft. Das gewonnene Wasser spült beim Entladen dann die Rüben von den LKWs. Ab sofort heißt das zähflüssige Gemisch Dicksaft. Zuckergehalt 65-70%. Aber von Kristallen sieht man noch nichts. In der sogenannten Kochstation gibt's noch mal ordentlich Hitze für den Dicksaft. Und da sind sie endlich zu sehen, die ersten Zuckerkristalle. Insgesamt dauert der Prozess zwischen 2 und 5 Stunden. Dabei kommt es auf das richtige Timing an.
Wir kennen diesen Bereich, wo er kristallisieren möchte, aber noch nicht selbst kristallisieren kann. Und in dieser Zone geben wir ganz fein gemahlenen Zucker mit dazu. Und dann lagern sich Zuckerkristalle, Saccharose-Moleküle an diese Zuckerkristalle an. Wann genau der Zeitpunkt ist, will uns Betriebsleiter Vogel nicht verraten. Ein letzter Schritt vor dem Würfelzucker fehlt noch. Denn der Zucker ist braun, soll aber weiß werden. Das erfolgt in diesen großen Trommeln. Hier kommt nicht die Chemiekeule zum Einsatz, sondern einfach Physik. Wie beim Schleudergang einer Waschmaschine trennt sich der dunkle Sirup bei über 1000 Umdrehungen pro Minute von den Kristallen, dank Zentrifugalkraft und etwas Wasser. Das Ergebnis: weißer Zucker. Der weiße Zucker ist einfach ganz ein sauberes Kristall, Molekül an Molekül, Saccharose, und das ist dann weiß. Raffinierter Zucker hört sich komisch an. Irgendwie raffinieren heißt einfach nur noch mal in Wasser auflösen den Zucker und noch mal neu kristallisieren, damit er noch sauberer wird. Geschmacklich macht das keinen Unterschied. Im Gegensatz zum braunen Zucker. Hier sind noch Reste vom Sirup an den Zuckerkristallen dran. Das ist der Grund, warum er leicht nach Karamell schmeckt. Ob braun oder weiß, jeder Würfel ist 3 Gramm schwer. Diese Form von Zucker gibt es noch gar nicht so lange. Als Erfinder des Würfelzuckers gilt der Schweizer Jakob Christoph Rath. Für die Herstellung schuf er eine Presse mit Platten, die heutigen Schalen für Eiswürfel ähneln. 1843 erhält er das Patent darauf. Um zu sehen, wie man Würfelzucker heute herstellt, müssen wir nach Belgien. Denn dort produziert sie der Hersteller. Doch wo genau in der Produktionshalle verbirgt sich das Geheimnis der Würfel? Wie werden sie hergestellt? Er weiß genau, wie es funktioniert. Thomas Hubuch, der Herr der Würfelzucker. Diese Maschine produziert den Würfelzucker. Oben kommt der lose Zucker herein, wird hier angefeuchtet. Und hier wird der Zucker in Form gebracht und herausgedrückt. Also schauen wir einmal in das Innere. Etwas Wasser kommt auf den losen Zucker. Aber nur so viel, dass sich die Oberfläche der einzelnen Kristalle anlöst. In der sogenannten Matrize sind Vertiefungen, in die der Zucker hineinfällt. Stempel drücken den Würfel in seine Form und wieder heraus. In der Zeitlupe sieht man, wie die Würfel durch die Schwerkraft das letzte Stück aus der Form von selbst herausfallen. 11.760 Würfel pro Minute produziert die Maschine. Sehen gut aus, die fertigen Würfel. Sie sehen in der Tat fertig aus. Aber sie sind noch nicht fertig, weil sie noch nicht getrocknet sind. Die angefeuchtete Zuckeroberfläche wirkt wie ein Kleber. Aber erst, wenn der Zucker wieder fest ist. Und das passiert genau hier. Unter der Verkleidung trocknen Mikrowellen die Würfel. Das ist um 30% energiesparender als mit heißer Luft. Nach dem Abkühlen sind die kleinen Zuckerportionen dann so hart, wie wir sie kennen. In Reih und Glied geht's dann in die Verpackung und auf die Reise zum Verbraucher. Und wie lang sind die Würfel denn dann haltbar? Zucker ist im Prinzip ewig haltbar, solange er trocken gelagert wird. Darum haben wir auf unseren Verpackungen auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich habe in meinem Büro beispielsweise Zucker noch, der wurde vor über 60 Jahren produziert und ist noch in einwandfreiem Zustand. Wenn Sie also noch alte Zuckerwürfel finden, rein damit in Tee oder Kaffee. Und jetzt wissen Sie auch, wie der Würfelzucker zusammenhält. Hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.